Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt's die Dämmerung zu sehen. Wir fangen direkt an. Episch Feinde sind gut gepanzert, hochaggressiv und erscheinen in großer Zahl. Dann hätten wir geerdet. Spieler nehmen mehr Schaden, während sie sich in der Luft befinden. Bedeutet also, springt möglichst wenig in dieser Dämmerung. Dann hätten wir frische Truppen. Manche Feindeseinheiten haben Verstärkung bekommen. Und dann hätten wir Puzzlespiel. Feindschilde sind gegen ungleichen Elementarschaden resistent. Das ist nicht ganz korrekt. Sie erleiden einfach weniger Schaden. Dazu nachher dann noch mehr. Ausgesetzt, Hüterschilde sind verstärkt, aber werden nicht wiederhergestellt. Das ist auch nicht ganz korrekt. Sie werden nämlich ganz langsam wiederhergestellt. Und als Warlock kann man die Fähigkeit noch ausnutzen. Dazu aber später auch noch mehr. Das alles hier ist live kommentiert und solo. Ich dachte, ich mach's mal so. Waffentechnisch habe ich Pein von Mirain dabei, weil es einfach ein gutes Impulsgewehr ist. Da kann man eigentlich alles mitnehmen, was man möchte. Als Spezialwaffe habe ich schwarze Spindel mitgenommen, weil sie Solarschaden macht und weil es ein Scharfschützengewehr ist. Man hat nämlich viele Distanzstellen, wo man mit dem Scharfschützengewehr sehr viel Feinde töten kann in aller Ruhe. Dann hätten wir den Raketenwerfer mit Leerschaden. Ich habe den bewusst ausgewählt mit Leerschaden, weil ich so Solar und Leere zusammen habe als Schadenstyp. Denn die Schar Hexen haben einen Solarschild, die kann ich also mit der schwarzen Spindel gut attackieren. Und die besessenen Hexen, also die besessenen Schar Hexen, die haben einen Leerschild und kann mit dem Raketenwerfer so diesen Schild sehr gut attackieren. Die Dunkelklinge sitzt sein Urteil in den Tiefen eines Schar-Gefängnisses ab. Ich speise deinen Geist mit einem Energiemarkierer. Dieser wird dich zu seiner Zelle führen. Das bedeutet also, dass ich alle Schildtypen, so die gefährlich sind, attackieren kann mit dem jeweiligen Schaden. Arcus, meiner Meinung nach, gibt es hier nicht so wahnsinnig viele. Von dem her müssen wir da keine Rücksicht auf das nehmen. Warum der Warlock? Nun, ich kann mich mit dem Warlock wiederbeleben. Und da die Schilder verstärkt sind, ist es so, dass wenn ich mich wiederbelebe, ich mit maximalen Lebenspunkten wiederbelebt werde und natürlich profitiere von der Fähigkeit, die eigentlich als negative Fähigkeit gedacht ist, sich aber hier positiv auswirkt. Wir müssen noch ganz kurz Spezialmunition zu uns nehmen, um die nächste Stelle schnell zu, ja, umgehen, sage ich mal. Ja, wir regenerieren mal kurz ein Schild. Der ist leider schon wieder weg. An dieser Stelle könnten wir eigentlich einfach alle Feinde töten. Das würde gehen, wäre eine Variante. Ich bevorzuge aber die schnelle Variante. Einfach durchrennen und die Schlüsseleinheit töten. Ich springe hier mal runter. Jetzt spawnen hier dann gleich Feinde. So. Und wir müssen diesen Ritter töten oder eine Hexe. Ist immer unterschiedlich, was hier kommt. Das verändert sich, ja, je nachdem, ob man Glück oder Pech hat, kommt hier eine Hexe mit einem Schild oder keine Hexe. Nun ja. Und keine Hexe wäre dann der Ritter. So, ich wäre jetzt sehr froh, wenn das Tor hier aufgeht. Dankeschön. Und weiter geht's. Wenn man natürlich ein bisschen schneller ist und die Gegner schneller spawnen, ist es nicht ganz so kritisch wie jetzt bei mir. Und wenn man zu dritt unterwegs ist, geht das natürlich nochmal fixer. Man sieht jetzt, ich bin schon fast tot und die Schilde regenerieren sich ganz, ganz langsam. Aber dafür ist mein Super fast aufgeladen und wenn ich sterben würde, könnte ich mich einfach wiederbeleben und weitermachen. Schar-Runen verschließen die hinterste Tür. Meinem Scan zufolge beziehen die Runen Energie von diesen Türmen. Wenn du mich dorthin bringst, dann kann ich sie hacken und die Tür öffnen. So, man sieht es jetzt. Jetzt kann ich sehr schön mit dem Scharfschützengewehr aus der Distanz die Feinde töten. Wenn ich genug Munition hätte. Aber da kommt schon Munition angerannt. Danke sehr. Und kann jetzt von hier oben mit dem Scharfschützengewehr so ziemlich alle Feinde töten, die gefährlich sind. Und kann mir alle Zeit der Welt lassen und einfach die Feinde nach und nach ausschalten.
Und das machen wir natürlich aus. Wir schalten einfach die Feinde nach und nach aus. Und wenn dann alle tot sind, sage ich gleich, was es weiter zu tun gibt. Gut, wir töten mal aus der Distanz die Hexe, wenn das möglich ist. Teilweise verschwinden die dann, probieren sich zurückzuziehen. Mal schauen, ob wir trotzdem noch rechtzeitig hinkommen, bevor der Schild sich regeneriert. Ich vermute nicht. Ja, das war zum Erwarten, aber zum Glück bin ich Warlock mit Solarschaden. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. So, dann aktivieren hier diesen Scan. Rechts und links müssen wir das nämlich aktivieren. Dann dieser Kreischer wird dann aktiv. Wenn wir hier hinter dieser Säule stehen, erleiden wir so gut wie keinen Schaden und können den einfach töten. Wir müssen übrigens warten, bis der Teleport unten fertig ist und erst dann sollten wir diese Position verlassen. Der Zauber wird schwächer. Lass uns zur anderen Batterie gehen. Ja, das war ziemlich gefährlich jetzt gerade. Wie man sieht, Solarschaden für die Hexe. Später werden dann noch besessene Feinde kommen. Da wird dann Leere ziemlich zu empfehlen sein. So, auch hier können wir jetzt in aller Ruhe eigentlich die Feinde töten, die da vor sich hin, ja, vegetieren. Und können dann rüber, wenn das meiste tot ist. So, jetzt wird man es dann gleich sehen, wenn ich sterbe, dass... Ja, ich kann das jetzt noch managen. Aber man wird es dann sehen, wenn ich sterbe, dass ich dann einfach mich wiederbeleben kann und mit maximal Schild rumrenne. Ist sehr, sehr angenehm als Warlock diese Dämmerung zu absolvieren. Die anderen Klassen müssen halt einfach ganz normal spielen, die haben hier keinen Vorteil. Gut, dann hätten wir das gleiche Spiel nochmal, scannen und den Kreischer töten. Und wieder vor den Schüssen flüchten, man will ja schließlich nicht von denen umkommen. Kann hier Kreise ziehen, bis die dann wegploppen. Auch von hier kann man die ein oder anderen Feinde, die nicht gerade gut stehen, töten. Wenn die dann tot sind, kann man rüber die restlichen Feinde noch töten und dann würde es weitergehen.
So, alle Feinde tot und weiter geht's. Auch hier gibt's die ein oder andere Stelle, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Wenn die Feinde da spawnen, sieht man, man kann sich hier sehr, sehr gut verstecken und muss nicht unbedingt in die Offensive gehen, so wie ich das jetzt mache. Ich gehe hingegen in die Offensive, weil ich möchte, dass ich die Dämmerung möglichst schnell abschließen kann und ein bisschen aggressiver spielen. Erlaubt mir dann natürlich Zeit zu sparen. Ein kleiner Trick noch, wenn Feinde spawnen und die spawnen in der Regel immer zusammen, dann kann man mit dem Raketenwerfer ziemlich viele schon direkt beim Spawn weghauen, wie man sieht. Das klappt natürlich bei jedem Spawn. Wenn viele Feinde auf einem Haufen stehen, kann man da einfach mit dem Raketenwerfer reinfeuern. Wie schon am Anfang gesagt, schaut, dass ihr möglichst wenig springt in der Dämmerung. Es passiert relativ schnell, dass man aus Reflex mal springt, so wie ich jetzt gerade vorhin. Aber man sollte wirklich das Springen grundsätzlich vermeiden. So, wir nehmen dann ganz kurz schwere Munition zu uns, weil nachher kommt noch eine besessene Hexe und die möchte ich eigentlich mit Leere attackieren. Nicht ganz so, wie ich wollte. Wir ziehen uns nochmal komplett zurück, denn es spawnen gerade ein paar Feinde. Die Hexe übrigens sollte man nach Möglichkeit möglichst schnell töten, denn die gute Dame lässt diese verfolgenden Trottel hier spawnen, diese Schatten-Feinde nenne ich sie mal. Leider nicht ganz. Gut, dann arbeiten wir aus der Distanz, bis all die Feinde tot sind. Auch hier wieder das Scharfschützengewehr macht sich sehr, sehr bewährt. Eben wie gesagt, in der Dämmerung ist ein Scharfschützengewehr ohnehin immer zu empfehlen, weil man sicher aus der Distanz arbeiten kann, bis alle Feinde dann tot sind. So, jetzt steht sie gut und jetzt haue ich sie weg. So, dann hätten wir das meiste schon. Noch kurz aufräumen, dann spawnt noch ein Ritter und dann würde es schon weitergehen. Das war keine gute Granate. So, Ritter tot. Jetzt gibt es hier auch nochmal einen kleinen Trick. Zuerst aber noch die Kugel wegballern. Hier kommt ein Ogre. Über den kann man einfach drüber springen. Oder wenn es eine Hexe ist, einfach dran vorbeilaufen. Die müssen wir nicht unbedingt töten. Von dem her kann man da einfach durchrennen. Und wenn ich mich richtig entsinne, gibt es hier oben sogar noch ein Fragment.
Falls jemandem das Fragment noch fehlt, hier oben wäre übrigens noch ein Fragment zum Mitnehmen. Wenn man die Dämmerung übrigens abgeschlossen hat, sollte man auch nochmal ein Fragment kriegen, weil man die Dämmerung auf dem Grabschiff abschließt und das verspricht auch nochmal ein Fragment. Wir sind auf dem richtigen Weg. Alakuls Energieanzeige wird stärker. Finde die Dunkelklinge. Bereite ihm ein Ende. So, diese Stelle ist ein bisschen tricky. Man kann hier entweder all die Kreischer töten, das ist eine Methode. Ich bevorzuge eine andere. Die Tür da ist offen oder die Tür da ist offen. Wenn die Tür links offen ist oder rechts offen ist, spielt keine Rolle. Schaue ich, dass ich aus der Distanz die ein oder anderen gefährlichen Feinde da noch töten kann, um die Leute da ein bisschen zu minimieren. Ich werde jetzt dann gleich zeigen, warum. Wir ballern da auf die Feinde drauf, töten die kurz. Die Hexe werden wir leider aus Distanz nicht so einfach wegbringen. Schauen kurz, ob wir da noch was haben. Nein. Da ich jetzt Warlock bin, kann ich durchrennen, mich dann wiederbeleben und mit dem erhöhten Schild ja, diese ganze Sache hier überspringen. Normalerweise müsste man all die Kreischer töten und müsste dann ja, sich mühsam durchkämpfen, sage ich mal. Wir können aber auch einfach durchrennen, dann spart man viel Zeit. Falls das nicht klappt, kann man einfach die Kreischer töten, einen nach dem anderen vernichten, alle Feinde töten, einen nach dem anderen vernichten und dann ganz gemütlich durchrennen bzw. durchlaufen. Er hält seine Opfer dort fest und quält sie. Dann verarbeitet er sie zu Chitin für seine Schiffe. Chitin? Wie reizend. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. So, und dann kämen wir schon zum Big Boss. Auch da gibt es die ein oder anderen Dinge zu beachten. Insbesondere natürlich, wenn man solo unterwegs ist. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich noch schwere Munition zu mir nehmen kann. Dein Schicksal führt dich in die Tiefe. Oder ob sogar noch spawnt. Akzeptiere es. Nein, nur Spezialmunition. Dann nehmen wir noch kurz ein Päckchen zu uns. Gut. Leider sieht man hier natürlich nicht sehr viel. Was ich empfehle, ist mal all die explosiven Teile zu zerstören. Das verhindert nämlich, dass ihr da wegen einem dummen Fehler sterbt, wenn die explodieren. An dieser Stelle empfiehlt sich ein Fusionsgewehr auch sehr, sehr gut. Oder halt ein Snipergewehr, wenn man dementsprechend gut zielen kann. So, wenn hier die verfluchten, nein Quatsch, doch auch die verfluchten Leibeigenen und die normalen Leibeigenen, hauptsächlich eigentlich all die Leibeigenen auftauchen, empfiehlt es sich, die zuerst zu töten, wenn die alle tot sind, wieder auf den Big Boss zu gehen. Und das Spiel eigentlich die ganze Zeit so zu handhaben. Jo, bis der gute Herr tot ist. Auch jetzt spawnen wieder Feinde, die einfach alle schön brav töten. Da das meiste hier Nahkampf ist, ist Springen hier natürlich erlaubt. Man muss sogar teilweise hier springen, wenn man gar keine andere Möglichkeit hat. Wenn ihr Mühe habt, den Feind hier zu sehen, also à la cool, dann gibt es eine Möglichkeit, ihr könnt beispielsweise mit Brandschaden arbeiten oder Schaden über Zeit, weil dann zeigt es an, wo er genau steht, wenn er brennt natürlich.
wieder Feinde kommen. Das gleiche Spiel wie vorhin schon. Im Grunde genommen ist es jetzt immer wieder das gleiche. Feinde kommen, Feinde töten, alle Feinde tot, auf den Boss gehen. Ja. Kleiner Trick, was man machen kann, ist, man kann über die Verfluchten drüber springen. Die explodieren dann und töten einen Großteil von den Verbündeten, weil die ja, ja einem hinterherrennen, sozusagen. Tja, das dauert so seine Zeit, bis der gute Herr endlich liegt. Viel zu sagen gibt's nicht mehr, aus diesem Grund bin ich ein bisschen schweigsam und man kann einfach zuschauen, wie ich den lege. Ja, jetzt wird er wütend, bei etwa 25% Lebenspunkten wird er wütend, dann bewegt er sich nicht mehr langsam, sondern er rennt. Dafür ist er aber besser sichtbar. Was sich hier empfiehlt, ist, wenn dann all die Feinde kommen, eben diesen kleinen Trick anzuwenden, indem dass man einen verfluchten Leibeigenen sucht, drüber springt und den explodieren lässt. Um so die Leibeigenen zu töten, weil man ja in Eile ist und rumrennen muss. Wow, das war ein bisschen knapp. Alla cool, probiert jetzt möglichst nah bei euch immer zu spawnen, das heißt, bewegt euch weg von der Position, wo ihr mal wart. Und schaut, dass auch wenn er nicht in der Nähe ist, dass ihr euch dann trotzdem bewegt. Oh, das war doch ein bisschen gefährlich gerade. Da man wenig sieht, das rennt man natürlich häufig mal in eine Wand rein. Das ist natürlich dann kontraproduktiv. Gut, noch ein paar Schüsse und dann liegt der feine Herr. Zack, und weg ist er. So geht die Dämmerung. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn man es im Team macht. Wenn man im Team ist, kann man hier natürlich. Einer rennt, wird verfolgt, die anderen ballern drauf. Klappt im Allgemeinen, aber ansonsten identisch. Halt einfach. Mit mehr Spielern, mehr Schaden und dann ist er schneller tot. Die Kreaturen der Schar sind heimtückisch und bösartig. Doch auch sie tragen interne Machtkämpfe aus. Sind nicht gegen armselige Ablenkungen des Fleisches gefeit.
Deswegen müssen wir uns erheben, Hüter. Es ist der einzige Weg, die lange Nacht zu überleben. Gut, ich zeige noch kurz den Loot, weil das nimmt die ein oder anderen Wunder, was man da bekommt. Ja, die Ausbeute ist gering. Wenn das Video hilfreich war, dann lasst doch noch ein Like da. Huh, das war zu schnell. Ein Like, da würde ich mich sehr freuen. Wenn die Tipps und Tricks in dieser Dämmerung hilfreich sind, waren, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn das als Feedback zurückkommt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Dämmerung und viel Spaß und natürlich guten Loot. Wir sehen uns im nächsten Video.